Yo Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Xperia und ich zeig dir heute 4 einfache Redstone-Ideen. Zuallererst, sollte dir das Video gefallen, lass doch sehr gerne ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Als erstes bauen wir eine Rakete. Hierzu braucht ihr Blöcke eurer Wahl, Schleimblöcke, Beobachter und klebrige Kolben. Zuerst sucht ihr euch einen Mittelpunkt aus. Nun geht ihr in jede Richtung 2 Blöcke und platziert einen Block. Den mittleren Block könnt ihr nun wegmachen. Nun braucht ihr euren Schleim. Jetzt macht ihr nämlich hier immer so Dreiecke hin, die in die Mitte gehen. Als nächstes kommt hier unten ein Beobachter hin, aber wichtig, der rote Punkt muss nach oben zeigen. Und darauf ein Kolben. Auf diesen Kolben nochmal 2 Schleimblöcke. Nun gehen wir hier so an die Seite, platzieren hier 2 Beobachter, wo der rote Punkt nach unten zeigt, und dann noch 2 Kolben. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Obendrauf kommt jetzt noch ein normaler Block. Und um die Rakete zu aktivieren, müssen wir nur hier unten einen Block platzieren. Und wir sehen schon, die Rakete fliegt nach oben. Kommen wir aber auch schon zur zweiten Idee. Einem Elytra-Abschuss. Hierzu braucht ihr Redstone, einen klebrigen Kolben, einen Schleimblock, Blöcke eurer Wahl, Steindruckplatten und eine Elytra zum Ausprobieren. Zuallererst macht ihr hier so ein Kreuz in den Boden. Jetzt ziehen wir hier noch eine Reihe tiefer und platzieren hier unten ein Redstone und hier eins. Dazwischen kommt ein Kolben, der nach oben zeigt und darauf ein Schleimblock. Nun füllen wir die anderen Löcher mit unserem Block. Da, wo jetzt das Redstone drunter ist, kommt nun eine Druckplatte drauf. Und wir können schon sehen, wenn wir jetzt auf den Schleimblock gehen und dann ein Stück in die Richtung Druckplatte laufen, werden wir nach oben geschossen. Nun testen wir das Ganze mal mit einer Elytra. Wir stellen uns auf den Schleimblock, gehen auf die Druckplatte und aktivieren die Elytra. Und wir sehen schon, es funktioniert perfekt. Kommen wir aber auch schon zur dritten Idee, einer Kanone. Hierzu braucht ihr klebrige Kolben, Redstone, Treppen eurer Wahl, Beobachter, Werfer, Feuerbälle und einen Hebel. Zuerst macht ihr 3 Blöcke hier so in einer Reihe weg. Jetzt kommt in die eine Ecke ein Kolben, der nach oben zeigt, und in die andere auch. Dazwischen ein Redstone und darauf eine Treppe. Auf die Kolben kommt jetzt jeweils ein Beobachter. Nun gehen wir auch schon an die andere Seite und platzieren jetzt an die Beobachter so jeweils eine umgedrehte Treppe. Darauf noch ein Beobachter und vorne dran Werfer, die wir jetzt jeweils mit unseren Feuerbällen füllen. Nun gehen wir nochmal auf die andere Seite und platzieren hier einen Hebel, und wenn wir diesen aktivieren, sehen wir schon, schießt die Kanone. Das Ganze können wir jetzt genauso wieder ausschalten. Kommen wir aber auch schon zum vierten Design, einer geheimen Schiebetür. Hierzu braucht ihr Redstone, Redstone-Fackeln, klebrige Kolben, Pilzlichter, Fichtenholzdruckplatten, entrindetes Fichtenholz, Blumentöpfe, tote Büsche und Eichenlaub. Zuerst macht ihr ein 2 Blöcke breites Feld in den Boden, was jetzt 5 Blöcke lang wird. Heißt 1, 2, 3, 4 und 5. Das Ganze machen wir jetzt nun noch einen Block tiefer. Nun gehen wir hier in die Mitte, machen oben 3 Blöcke weg und unten 2. Das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. Heißt 1, 2, 3 und 1, 2. Den unteren Teil füllen wir nun mit Redstone. Auf die Ecken kommt jetzt jeweils eine Redstone-Fackel und darauf ein Block unserer Wahl. Nun füllen wir den Teil hier jetzt auch noch mit unserem Block. Als nächstes kommt hier oben drauf ein Redstone und hier drauf ein Redstone. Nun brauchen wir unsere klebrigen Kolben. Die kommen jetzt nämlich einmal hier so hin und einmal hier so. Dazwischen kommen jetzt Pilzlichter und hier auf die Ecken unsere Fichtendruckplatten. Und wir sehen schon, die Technik funktioniert, weil wenn wir jetzt auf die Druckplatten gehen, geht die Tür auf. Nun müssen wir das Ganze noch verkleiden. Hierzu nehmen wir jetzt unser Fichtenholz. Damit gehen wir jetzt einmal hier so im Bogen außenrum und ziehen das Ganze einmal komplett lang. So, wenn wir das gemacht haben, brauchen wir jetzt nun unsere Blumentöpfe. Die kommen jetzt nämlich jeweils hier hin, darauf einen Strauch, ein Toter
und darüber Eichenlaub. Das gleiche auch nochmal auf der anderen Seite. Und fertig ist auch unser letztes Design. Das war das Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.